Wir werden uns zuerst intuitiv an das Gesetz P zur Wahrscheinlichkeit herantasten und hinterher mathematisch korrekt definieren. Legen wir los. Die Ereignisse eines Zufallsexperimentes haben eine mehr oder weniger große Neigung stattzufinden. Zum Beispiel kann man denken, dass Kopf und Zahl dieselbe Neigung haben stattzufinden beim Wurf einer Münze. Oder auch, dass die Neigung aus dieser Urne eine rote Kugel herauszuziehen größer ist als die eine blaue herauszuziehen, ganz einfach, weil mehr rote als blaue drin sind. Das Maß einer solchen Neigung wird Wahrscheinlichkeit P genannt, P wie Probabilité auf Französisch, Probabilité auf Englisch. Wenn zwei Ereignisse dieselbe Wahrscheinlichkeit haben, das heißt dieselbe Neigung haben stattzufinden, so nennt man sie gleichwahrscheinlich. So kann man zum Beispiel denken, dass beim Wurf eines Würfels alle einzelnen Ausfälle gleichwahrscheinlich sind und die Wahrscheinlichkeit von jedem einzelnen Ausfall beträgt dann ein Sechstel. Beim Würfel kann man also auch denken, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis eine gerade Zahl ist, das sind drei günstige Fälle auf insgesamt sechs mögliche Fälle, also ein halbes. Die Wahrscheinlichkeit bei einem normalen Würfel als Ergebnis 3 oder 5 zu haben, die liegt bei zwei günstigen Fällen auf insgesamt 6 mögliche Fälle, also ein Drittel. Wenn also alle einzelnen Ausfälle dieselbe Wahrscheinlichkeit haben stattzufinden, das heißt, wenn alle möglichen Ausfälle gleich wahrscheinlich sind, so ist die Wahrscheinlichkeit von einem Ereignis gleich zum Bruch der Anzahl günstiger Fälle geteilt durch die Anzahl möglicher Fälle. Behalten wir also hier, sind alle einzelnen Ausfälle, die man auch Elementarereignisse nennt, gleich wahrscheinlich, so gilt die Wahrscheinlichkeit von einem Ereignis, das ist die Mächtigkeit von diesem Ereignis geteilt durch die Mächtigkeit vom Ergebnisraum, also die Wahrscheinlichkeit von einem Ereignis, das ist die Anzahl günstiger Fälle geteilt durch die Anzahl möglicher Fälle. Nehmen wir dazu noch ein konkretes Beispiel. In einer Schulklasse von 25 Schülern mögen 12 Schüler das Fach Mathematik und 15 Schüler mögen das Fach Wirtschaftswissenschaften, wovon aber 5 Schüler beide Fächer mögen. Um hier mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten, bietet sich ein Venn-Diagramm an. Wir haben die ganze Klasse, das ist Omega. Dann haben wir die Schüler, die mögen das Fach Mathematik. Und hier haben wir die Schüler, die das Fach Wirtschaftswissenschaften mögen. Es sind 5 Schüler, die beide Fächer mögen. Also befinden sich hier im Schnitt 5 Schüler. Diese 5 ist nicht mit einem Punkt versehen, das ist nicht das Element 5. Diese 5 bedeutet hier, im Schnitt befinden sich 5 Elemente. 12 Schüler mögen das Fach Mathematik. Da sind aber schon 5, die auch das Fach Wirtschaftswissenschaften mögen. Also sind auch noch 7 Schüler, die zwar das Fach Mathematik mögen, aber nicht das Fach Wirtschaftswissenschaften. Genauso gibt es auch 10 Schüler, die das Fach Wirtschaftswissenschaften mögen, aber nicht das Fach Mathematik. In der Klasse sind insgesamt 25 Schüler. Hier sind 22 untergebracht. Dann gibt es also auch noch 3 Schüler, die zwar in der Klasse sind, aber sie mögen weder das Fach Mathematik noch das Fach Wirtschaftswissenschaften. Wir haben diesen Text durch ein Venn-Diagramm dargestellt und können jetzt einzelne Wahrscheinlichkeiten berechnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig gewählter Schüler die Mathematik mag, beträgt, wir haben hier 12 Schüler, die das Fach Mathematik mögen, auf insgesamt 25 Schüler.
Diese Wahrscheinlichkeit beträgt also 12 25. Anzahl günstiger Fälle geteilt durch Anzahl möglicher Fälle. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig gewählter Schüler die Wirtschaftswissenschaften mag, die beträgt 15 günstige Fälle auf insgesamt 25 möglichen Fällen, also 3/5. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig gewählter Schüler die Mathematik und die Wirtschaftswissenschaften mag, die rechnet man natürlich und durch den Schnitt, das sind 5 günstige Fälle auf insgesamt 25 mögliche Fälle. Diese Wahrscheinlichkeit beträgt also 1/5. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig gewählter Schüler die Mathematik oder die Wirtschaftswissenschaften mag, die beträgt 22 günstige Fälle auf insgesamt 25 mögliche Fälle. Aber wenn man doch die Mathe-Liebhaber vereinigt mit dem Wirtschaftswissenschaften-Liebhaber, dann haben wir doch die 12/25 plus die 15/25. Das macht aber 27/25 und nicht 22/25. Das Problem ist selbstverständlich dieses: Wenn wir diese 12 plus diese 15 nehmen, dann haben wir den Schnitt ja zweimal genommen. Also müssen wir den einmal wieder abziehen. Intuitiv versteht sich also dank dieses Venn-Diagramms, dass die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung die Summe der einzelnen Wahrscheinlichkeiten ist. So hat man den Schnitt aber zweimal genommen, dann muss man den eben einmal wieder abziehen. Anscheinend ist es so, die Wahrscheinlichkeit einer Vereinigung, das ist genau dasselbe wie die Summe der Wahrscheinlichkeiten minus die Wahrscheinlichkeit vom Schnitt. Die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung wäre gleich zur Summe der zwei einzelnen Wahrscheinlichkeiten, wenn der Schnitt von den beiden Ereignissen leer wäre. Nehmen wir an, im Schnitt wäre gar kein Element. Dann wäre die Wahrscheinlichkeit von der Vereinigung gleich zur Summe der zwei einzelnen Wahrscheinlichkeiten. Das hier können wir intuitiv erraten, wir werden es aber mathematisch korrekt beweisen, nachdem wir das Gesetz Wahrscheinlichkeit korrekt definiert haben werden. Definieren wir. Man nennt Wahrscheinlichkeit ein Gesetz P, dass jedem Ereignis A eine positive Zahl P von A zuordnet und dass die zwei Bedingungen von Kolmogorov erfüllt. Die erste Bedingung von Kolmogorov, bezeichnet mit K1, besagt, dass die Wahrscheinlichkeit vom gesamten Ergebnisraum 1 ist. Und die zweite Bedingung von Kolmogorov, bezeichnet mit K2, besagt, wie eben intuitiv erahnt, wenn der Schnitt von zwei Ereignissen leer ist, dann muss das zur Folge haben, dass die Wahrscheinlichkeit von ihrer Vereinigung gleich ist zur Summe der zwei einzelnen Wahrscheinlichkeiten. Man nennt diese zwei Bedingungen Bedingungen von Kolmogorov zu Ehren des russischen Mathematikers Kolmogorov. Dieses so definierte Gesetz P hat 5 ganz besondere Eigenschaften, die wir mathematisch beweisen werden. Eigenschaft 1. Die Wahrscheinlichkeit der leeren Menge muss 0 sein. Um diese Eigenschaft zu beweisen, wählen wir zwei Ereignisse, deren Schnitt leer ist. Wir wählen Omega und die leere Menge. Der Schnitt vom gesamten Ergebnisraum Omega und der leeren Menge ist selbstverständlich die leere Menge, denn es gibt kein Element, das gleichzeitig in den beiden liegt. Die leere Menge enthält ja gar kein Element. Also haben wir hier zwei Ereignisse, deren Schnitt leer ist. Und durch Kolmogorov 2 dürfen wir also schlussfolgern, dass die Wahrscheinlichkeit ihrer Vereinigung gleich ist zur Summe der zwei einzelnen Wahrscheinlichkeiten. Aber Omega vereinigt mit der leeren Menge, das ist Omega selbst. Und wenn wir dann noch dieses P von Omega links rübersetzen, dann steht links P von Omega
minus p von Omega, das heißt 0. Und somit haben wir bewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit der leeren Menge 0 sein muss. Eigenschaft 2. Wenn das Ereignis A eine Teilmenge vom Ereignis B ist, dann kann man daraus schließen, dass die Wahrscheinlichkeit von A kleiner gleich zur Wahrscheinlichkeit von B sein muss. Wir sind also hier in der Situation, A ist eine Teilmenge von B. Wieder nehmen wir jetzt zwei Ereignisse, deren Schnitt leer ist. Und zwar nehmen wir alle Elemente, die in B sind, aber nicht in A. Also wir nehmen B ohne A und die Menge A selbst. B ohne A geschnitten mit der Menge A selbst, das ist die leere Menge. Entweder ein Element ist in A oder es ist nicht in A. Also dieser Schnitt ist effektiv leer und durch Kolmogorov 2 dürfen wir daraus schließen, dass die Wahrscheinlichkeit von der Vereinigung dieser zwei Ereignisse gleich ist zur Summe der einzelnen Wahrscheinlichkeiten. Aber A vereinigt mit B ohne A, da schauen wir hier, die Menge A, das sind die weißen Elemente, vereinigt mit den Elementen aus B ohne A, das sind die roten. Also wenn man die weißen mit den roten vereinigt, dann hat man doch insgesamt die Menge B. Also A vereinigt mit B ohne A, das ist nichts anderes als B. Und somit haben wir herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit von B gleich sein muss zur Wahrscheinlichkeit von A plus diese Zahl. Aber diese Zahl, das ist eine Wahrscheinlichkeit und durch die Definition wissen wir, dass das eine positive Zahl ist. Um also die Zahl P von B zu erhalten, nehmen wir die Zahl P von A und addieren eine positive Zahl. Das bedeutet, dass P von B größer ist als P von A. Eventuell sind sie gleich, wenn diese Zahl da gleich 0 ist. Da steht ja nicht streng positiv. Also ist P von B größer oder gleich zu P von A, was zu beweisen war. Eigenschaft 3. Die Wahrscheinlichkeit von egal welchem Ereignis muss immer kleiner gleich 1 sein. Das ist durch die Eigenschaft 2 sehr schnell bewiesen, denn jedes Ereignis ist doch eine Teilmenge von Omega. Omega selbst ist aber auch ein Ereignis, also dürfen wir hier die zweite Eigenschaft anwenden und daraus sofort schließen, dass P von A kleiner gleich zu P von Omega sein muss. Aber Kolmogorov 1 besagt, dass P von Omega 1 ist. Also dürfen wir P von Omega ersetzen durch 1 und haben diese Eigenschaft somit bewiesen. Hier sei bemerkt, eine Wahrscheinlichkeit von egal welchem Ereignis ist immer kleiner gleich 1 und gleichzeitig größer gleich 0. Alle Wahrscheinlichkeiten befinden sich also zwischen 0 und 1, 0 und 1 eingeschlossen. Eigenschaft 4. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis nicht stattfindet, ist genau dasselbe wie 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis wohl stattfindet. Wir werden diese Eigenschaft beweisen, wieder durch Kolmogorov 2. Wir wählen also zwei Ereignisse, deren Schnitt leer ist. A und A', das sind zwei Ereignisse, deren Schnitt leer ist. Also ist die Wahrscheinlichkeit ihrer Vereinigung gleich zur Summe der einzelnen Wahrscheinlichkeiten durch Kolmogorov 2. So, die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung ist gleich zur Summe der einzelnen Wahrscheinlichkeiten. Aber A vereinigt mit A', also alle Elemente, die in A sind, vereinigt mit allen Elementen, die nicht in A, aber in Omega sind, diese Vereinigung, das ergibt den gesamten Ergebnisraum Omega. Durch Kolmogorov 1 wissen wir aber, dass P von Omega 1 ist. Also ergibt diese Gleichheit hier 1 gleich P von A plus P von A' und somit brauchen wir nur noch diese Zahl P von A links rüber zu setzen und haben somit die Formel bewiesen.
Diese Eigenschaft besagt also, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis nicht stattfindet, berechnet sich auch durch 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis wohl stattfindet. Eigenschaft 5. Das ist die, die wir eben intuitiv erraten hatten. Die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung ist gleich zur Summe der einzelnen Wahrscheinlichkeiten. Dann hat man aber den Schnitt 2-mal genommen, deshalb muss man den 1-mal wieder abziehen. Wir werden diese Eigenschaft jetzt durch diese Definition korrekt beweisen können und das machen wir in 3 Schritten. Zuerst nehmen wir als Ereignisse A und B ohne A. A geschnitten mit B ohne A, das ist die leere Menge. Durch Kolmogorov 2 wissen wir also, dass die Wahrscheinlichkeit von der Vereinigung dieser beiden Ereignisse gleich ist zur Summe der einzelnen Wahrscheinlichkeiten. Durch Kolmogorov 2 können wir also das hier schließen. Die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung dieser 2 Mengen, das ist die Summe der einzelnen Wahrscheinlichkeiten. Aber A vereinigt mit B ohne A, das sehen wir hier im Venn-Diagramm. A vereinigt mit B ohne A, das ist dasselbe wie A vereinigt mit B. Diese Vereinigung können wir also einfacher schreiben durch A vereinigt mit B. Halten wir diese Gleichheit jetzt mal so fest und nennen das Sternchen 1. Jetzt kommt eine zweite Idee. Wieder nehmen wir 2 Ereignisse, deren Schnitt leer ist, aber dieses Mal nehmen wir A geschnitten mit B und B ohne A. A geschnitten mit B, das ist diese Menge da, B ohne A, das ist diese Menge und der Schnitt dieser beiden Mengen ist leer. Diese beiden Mengen sind selbstverständlich Ereignisse und durch Kolmogorov 2 können wir daraus schließen, dass die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung dieser 2 Ereignisse gleich ist zur Summe der 2 einzelnen Wahrscheinlichkeiten. So. Und wieder schauen wir uns diese Vereinigung hier im Venn-Diagramm an. A geschnitten mit B ist das rote Feld. B ohne A ist dieses lila Feld. Und wenn wir die beiden Felder vereinigen, dann haben wir ganz einfach die Menge B. Also das alles hier bezeichnet die Menge B. Und somit haben wir P von B gleich P von A geschnitten mit B plus P von B ohne A. Wenn wir jetzt noch diese Wahrscheinlichkeit links rüber setzen, dann erhalten wir, die Wahrscheinlichkeit von B ohne A ist gleich zu dieser Differenz von P von B und P von A geschnitten mit B. Das nennen wir Gleichheit 2 Sternchen. Wenn wir in dieser Gleichheit das P von B ohne A, P von B ohne A, durch diese Differenz ersetzen, das heißt, wir kombinieren jetzt diese Sternchengleichungen, dann finden wir, dass P von A vereinigt mit B dasselbe sein muss wie P von A plus P von B minus P von A geschnitten mit B, was zu beweisen war. Dazu jetzt 2 konkrete Beispiele. Beispiel 1. Ein Paar wünscht sich 3 Kinder, einen Sohn und 2 Töchter. Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit geht Ihr Wunsch in Erfüllung, wenn die beiden 3 Kinder haben werden? Solch eine Aufgabe lässt sich schön durch ein Baumdiagramm darstellen. Start, erste Geburt, entweder es ist eine Tochter oder es ist ein Sohn. Bei der zweiten Geburt genau dasselbe. Entweder es ist eine Tochter oder es ist ein Sohn. Wenn das erste Kind ein Sohn ist, dann haben wir beim zweiten Kind wieder die 2 Möglichkeiten, Tochter oder Sohn. Dritte Geburt ganz genau dasselbe. Wir haben bei jeder Geburt diese 2 Möglichkeiten. Dieses Baumdiagramm liefert also sofort diese 8 Möglichkeiten, Tochter, 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 Sohn und so weiter bis Sohn, Sohn, Sohn. Das Paar wünscht sich 3 Kinder, einen Sohn und 2 Töchter. Hier steht nicht in welcher Reihenfolge. Die günstigen Fälle sind also diese 3. TTS, TST
und STT. Da alle einzelnen Ausfälle gleich wahrscheinlich sind, gilt, die Wahrscheinlichkeit von 2 Töchtern und einem Sohn ist gleich zu Anzahl günstiger Fälle, also 3, auf Anzahl möglicher Fälle, also 8. Somit Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis beträgt 3/8. Ein zweites Beispiel. Aus einem Kartenspiel von 32 Karten, das sieht dann so aus, ziehen wir 8 Karten. Frage: Mit welcher Wahrscheinlichkeit haben wir mindestens einen König gezogen? Dazu brauchen wir die Eigenschaft 4, denn die Wahrscheinlichkeit, mindestens einen König zu ziehen, das ist genau dasselbe wie die Wahrscheinlichkeit von nicht kein König zu ziehen. Das ist ein bisschen Logik. Also nochmal, die Wahrscheinlichkeit von mindestens einen König zu ziehen, ist genau dasselbe wie die Wahrscheinlichkeit von nicht kein König ziehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis nicht stattfindet, ist durch Eigenschaft 4 gleich zu 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ereignis wohl stattfindet. Also die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist 1 minus die Wahrscheinlichkeit, keinen König zu ziehen. Die Wahrscheinlichkeit, keinen König zu ziehen, ist gleich zur Anzahl günstiger Fälle geteilt durch die Anzahl möglicher Fälle. Schauen wir zuerst die Anzahl möglicher Fälle. Wir haben hier insgesamt 32 verschiedene Karten. Aus diesen 32 Karten ziehen wir 8 heraus. Wir bilden also aus diesen 32 verschiedenen Karten 8er-Grüppchen und in diesen 8er-Grüppchen spielt die Reihenfolge keine Rolle. Also handelt es sich hier um Kombinationen von 32 Elementen 8 zu 8 genommen. Das ist also die Anzahl möglicher Fälle. Jetzt die Anzahl günstiger Fälle. Wir möchten ja keinen König ziehen. Also fallen diese 4 Könige raus. So bleiben insgesamt 32 minus die 4 28 mögliche Karten, die man ziehen kann, Könige ausgeschlossen. Und aus diesen 28 Karten ziehen wir 8 heraus. Aus diesen 28 verschiedenen Elementen bilden wir also 8er-Grüppchen, in denen die Reihenfolge keine Rolle spielt. Und somit haben wir hier Kombination von 28 Elementen 8 zu 8 genommen. Jetzt brauchen wir diese Kombinationen nur noch auszurechnen anhand der Fakultäten und finden somit eine Wahrscheinlichkeit von 0,705.